bin seit fast 2 Monaten ohne Geld unterwegs und habe Deutschland, Belgien, den Atlantik, Kanada und Teile der USA durchquert. Charaktere wie der exzentrische Millionär Harald, der Amish-Bauer Mark und der obdachlose Joseph haben mir auf meiner Reise geholfen. Auf Essenssuche in Mülltonnen, als arbeitender Passagier, auf einem Containerschiff und als Pillowfighter in Montreal. Die Reise geht weiter, natürlich ohne Geld. Wir erreichen Las Vegas, über 1000 Hotels, 30 Millionen Gäste jährlich, von denen 87% in den Casinos zocken und das bei mindestens 40 Grad im Schatten. Ich bin erfolgreich hier in Las Vegas angekommen, aber leider klappt das Couchsurfing hier nicht. Deshalb muss ich mir ein Hotelzimmer suchen und natürlich kostenlos. Auf die Plätze, fertig, los! Entschuldigen Sie, wäre es wohl möglich, ein Hotelzimmer umsonst zu bekommen? Umsonst? Nee, bestimmt nicht. Ja, aber... Falscher Schalter, bitte da fragen. Ich muss die Antarktis bis November erreichen. Entschuldigung. Was, ein Hotel? Ein Hotelzimmer. Nee, das geht nicht. Ein kostenloses Hotelzimmer? Nein. Haben Sie ein Zimmer? Nein. We don't. Okay. Sie sind ja lustig, aber bitte fragen Sie mal woanders. Leider alles ausgebucht. Nach über 50 Absagen in glühender Hitze bin ich total kaputt. Was habe ich mir mit dieser Reise überhaupt angetan? Im Vorfeld habe ich viele Szenarien im Kopf durchgespielt, wie ich mich immer wieder aus Notsituationen herausretten kann. Aber ich hätte nie erwartet, dass ich mal ans Aufgeben denken würde. Ich bin erkältet, schmutzig und habe Durst und keine Unterkunft. Ziemlich schlechtes Zwischenfazit, oder? Ich denke zum ersten Mal der Reise daran, wie schön es wäre, jetzt einfach mal so richtig gemütlich im Restaurant zu essen und danach im Whirlpool eines 5-Sterne-Hotels zu liegen. Aber nix da. Ich fühle mich im Konsummecker Las Vegas so richtig fehl am Platz und halte zum Glück durch, bis etwas passiert, das einer heiligen Erscheinung gleichkommt. Könnte ich ein Zimmer kostenlos bekommen? Kostenloses Zimmer in Todd's Motor Motel. Ich bin total fertig und gleichzeitig erleichtert. Als Gegenleistung für die Übernachtung bei Todd biete ich ihm an, ein kleines Werbefilmchen für sein Motel zu drehen. Nach 3 Tagen ist aber hier Schluss und noch keine Weiterfahrt in Sicht. Ich finde David, der ein anderes Motel leitet und mir ebenfalls Übernachtung plus Verpflegung anbietet, obwohl Las Vegas durch die weltgrößte Schuhmesse fast ausgebucht ist. Meine Gegenleistung, die ich bringen muss, ein ausführliches Interview mit 2 Kameras, Mikro, Windschutz und Stativ. Gesagt, getan. Ich hatte schon solche Anfragen im anderen Hotel, nicht hier. Was wollten die Leute umsonst haben? Eher so kostenlose Taxi- oder Busfahrten oder auch Essen. Warum darf ich denn jetzt bei dir im Motel schlafen? Also, wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich mich auch freuen, wenn jemand hilft. Ich dachte gerade halt, es wäre ganz cool, dir zu helfen. Ja, deine Entscheidung war schon äußerst cool, kannst du mir glauben. Essen und Unterkunft ist geklärt. Getränke sind aber schwierig. Leitungswasser ist ungenießbar durch den hohen Chlorgehalt. Deshalb hilft nur ein alter McDonald's-Becher zum ewigen kostenlosen Refill. Es klappt und ich bekomme meine Flüssigkeit kostenlos, bin aber durch eine Erkältung, der Hitze und der Anstrengung vollkommen erschöpft. Mein erster großer Durchhänger der Reise. Wie schön wäre jetzt Geld, richtig viel Geld. Nehmt bitte auf dem menschlichen Sofa Platz für $1. Das menschliche Sofa ist da. Ruht euch aus, nehmt Platz. Tag, jetzt hocke ich hier als Human Sofa, aber kein Mensch will sich draufsetzen, obwohl es super heiß ist. Menschliches Sofa, nehmt Platz und habt eine Pause. Das menschliche Sofa in Las Vegas. Wie mögt ihr das menschliche Sofa? Ich liebe das menschliche Sofa.
Sie bieten eine sehr wichtige Dienstleistung an. Wow. So, ich habe $7 zusammenbekommen und 5 versuche ich jetzt beim Blackjack zu vermehren. Place your bets, ladies and gentlemen. Place your bets. Blackjack ist eigentlich nicht viel anders als das gute alte 17 und 4, aber auch hier tut Übermut wohl selten gut. Nach einem Gewinn setze ich alles ein und verliere wiederum alles. Ich bin einfach kein Spieler, schade. Thank you, have a good day. Im Casino höre ich vom prominenten Glücksspieler Roy, der eine Legende in Las Vegas ist. Man munkelt, dass er 5 Millionen durch Glücksspiel gewonnen und wiederum fast 5 Millionen durch ehrliche Arbeit verloren habe. Ich besuche ihn zu Hause. Was ist nun genau dein Berufsbild? Ich arbeite hier in Las Vegas als Wohnungsmakler, habe aber für 16 Jahre als professioneller Pokerspieler gearbeitet. Hast du durchs Glücksspiel in 100.000 oder sogar mehr gewonnen? Nee, das waren schon mehrere Millionen Dollar. Wie bist du Profi-Pokerspieler geworden? Nach der Uni war ich ausgebildeter Computerprogrammierer. Ich fand da aber heraus, dass ich viel mehr Geld durch Pokerspielen verdienen kann und hatte dabei natürlich auch viel Spaß. Hast du das Pokergeld denn in dein Geschäft als Wohnungsmakler investiert? Als ich jung war, habe ich sehr gut gelebt. Ich habe meine 20er und 30er sehr gut verbracht und viel Spaß gehabt. Nach meiner Heirat habe ich das erpokerte Geld dann investiert. Richtig. Das lief gut, bis zur Wirtschaftskrise. Ist das Geld jetzt weg? Ja, 80-90% sind weg. Bin aber der Einzige in meinem Freundeskreis, der nicht bankrott gegangen ist. Und die anderen sind alle pleite? Ja, ehrliche Geschäftsmänner, kurz vor ihrer Pension, die ehrlich gearbeitet haben, sind vollkommen pleite. Du sagst, dass es in den letzten 18 Monaten richtig bergab ging. Wie fühlt sich das denn an? Es hat sich definitiv nicht gut angefühlt. Dadurch, dass ich aber durch das Glücksspiel Höhen und Tiefen kenne, bin ich abgehärtet und komme schon durch. Do you have any hint, any tip, like you would say, like, okay. Hast du einen Tipp für mich, ohne Geld zu reisen? Play good. Spiel gut. Wie spielt man am besten gut? Boy, that's. Oh, das ist eine sehr gute Frage. That's a long question. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Meine Zeit in Las Vegas ist zu Ende. Ich muss dringend weiter, da ich schließlich noch irgendwann in der Antarktis ankommen will. Tja, da stehe ich jetzt nun, frühmorgens, an der Auffahrt des Freeways Nummer 15 nach Los Angeles. Die letzten beiden Male Trampen in Hannover und in Cleveland sind ziemlich schlecht gelaufen. Jetzt hoffe ich mal, dass es hier irgendwie besser läuft. Mich nimmt keiner mit. Ich hoffe, dass es sich bessert, obwohl das Trampen in den USA illegal ist. Nach Stunden des Wartens, Autowechselns und Absagen fahre ich nach L.A. durch ein fast 70 Kilometer langes Häusermeer. Wie soll ich es hier ohne Geld nur aushalten? Ich bekomme Angst, dass sich L.A. zum Desaster entwickelt. Ich bekomme über die Internetseite couchsurfing.org beim exzentrischen Hollywood-Schauspieler James eine kostenlose Unterkunft. Aber nach einem Tag verliert meine spannende Geschichte schon den Glanz bei ihm, weil ein Reisender ohne Geld nicht nur aufregend ist, sondern auch eine Belastung sein kann. Ich brauche schnell eine Weiterfahrt. Dieses Mal stehe ich vor dem Santa Monica Airport und versuche mit einem Privatjet per Anhalter weiterzureisen. Als Gegenleistung biete ich meine Dienste als Butler an. Mal schauen, ob es klappt. Central America, take me to South Central America. Leider treffe ich keine Privatjet-Besitzer, sondern nur einen richtig amerikanischen Cop. Den Pass bitte. Ach du heilige Scheiße. Was treiben Sie hier am Flughafen? Wer? Ich? Ich bin nur ein ganz normaler deutscher Tourist, nichts anderes. Scherzkeks. Ja, genau. So oder ähnlich befreie ich mich aus amerikanischer Staatsgewalt und gehe durch das endlose Häusermeer von L.A. Als Fußgänger macht man sich in dieser Autostadt sehr schnell suspekt.
Was habe ich mir bei dieser Schnapsidee, ohne Geld durch L.A. zu laufen, überhaupt gedacht? That's really, really nice. No, you do pay for das ist sehr nett. Hast du dafür etwa bezahlt? Really? Are you serious? Ja, habe ich. Oh, das ist echt nett. Eine Frage, was hältst du davon, dass ich ohne Geld ans Ende der Welt reise? Das ist wirklich wahnsinnig und sehr inspirierend. Yes? Nach einer kleinen Wegzehrung muss ein Plan her. Jetzt sitze ich hier in Santa Monica mit meinem kostenlosen Kaffee auf einer Bank und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Das läuft nicht, per Anhalter irgendwo in die Karibik zu fliegen. Und mir fehlen die Optionen gerade so ein bisschen. Mein Couchsurfer James macht die ersten Anzeichen, dass ich irgendwann auch mal wieder gehen soll. Ich muss nach San Francisco, wo ich schon Übernachtungsmöglichkeiten habe. Aber nur wie? Tja, da stehe ich nun am Strand von Santa Monica und ich muss mir meine Weiterfahrt verdienen. Rücken eincremen. Mal schauen, wie es läuft. Also für einen Dollar creme ich euch den Rücken ein. Ja, wir würden das gerne machen. Du kriegst auch 2 Dollar für uns beide, aber eingecremt wird selber. Okay, super, das ist ein Deal. For $1, I offer you sun creaming. Für einen Dollar creme ich euch mit der besten Sonnencreme der Stadt den Rücken ein, okay? Komm, ich gebe dir einen Dollar und du bist weg hier, okay? Okay, deine Wahl. Leider reichen die Einnahmen nicht, aber James' Mitbewohnerin greift helfend ein, damit ich endlich mit einer Mitfahrgelegenheit, die ich über das Internet gefunden hatte, verschwinde, bevor James nach Hause kommt. What is that money for? Wofür ist denn das Geld? Damit du eine tolle Reise um die Welt und erstmal nach San Francisco bekommst. To your San Francisco destination. Thank you very much. Wow, das ist echt nett. Vielen Dank. That's very, very nice. Absolutely. In San Francisco teste ich in der ersten Nacht etwas, das ich mich schon sehr lange gefragt hatte. Ist es eigentlich möglich, vor der weltbekannten Golden Gate Bridge zu zelten? Tja, so sieht's aus, frühmorgens vor der Golden Gate Bridge. Man kann auch hier campen. Nicht legal, aber im Notfall geht das auch. Bei meinen neuen Gastgebern erwartet mich ein Paket. Da ich den Aufenthalt geplant hatte, hat mir eine Freundin dieses Care-Paket geschickt. Können wir das nochmal? Zeitlupe, 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 Zeitlupe. Geht das nicht alles noch ein bisschen schneller? Können wir das nochmal in Zeitlupe sehen? Da bin ich jetzt in San Francisco angekommen und habe ein Care-Paket von einer Freundin von mir aus Berlin zugeschickt bekommen. Mit vielen leckeren Sachen. Ja, das erleichtert doch die Reise erstmal enorm. Nach einem leichten Einstieg in San Francisco und einer ausführlichen Stadtrundführung wird es nun aber ernst. Meine Vorräte sind aufgebraucht. Tja, da habe ich es nach San Francisco geschafft und brauche aber dringend 3 Dinge. Also keine Zeit zum Ausruhen. Essen, Übernachtungen und ein Ticket Richtung Süden. Und durch die Couchsurfing-Internetseite habe ich mehrere kostenlose Gastgeber für die nächsten 2 Wochen in San Francisco arrangiert. Essen bekomme ich durch tägliche Streifzüge durch die Geschäfte. Ich frage höflich nach kostenloser Nahrung und unterhalte die Verkäufer mit meiner Geschichte der Weltreise. Ebenfalls nehme ich mir einen Stadtplan und markiere mir jeden Tag abgeklapperte Straßen und Stadtteile, damit niemand doppelt gefragt wird. Nach fast 2 Wochen habe ich fast jede Straße in San Francisco morgens regelrecht abgefrühstückt. Die Nachmittage sind für meine Weiterreise da. Mittlerweile weiß ich, dass ich im November auf einem Luxusschiff von Südamerika als Assistent des Expeditionsleiters kostenlos in die Antarktis fahren kann. Deshalb muss ich jetzt Gas geben. Jetzt stehe ich hier in San Francisco an der weltbekannten Lombard Street. Und wenn man sich jetzt ja einmal umdreht, sieht man, dass die Lombard Street an einem sehr steilen Hügel gebaut ist. Ja, und deshalb braucht man unbedingt den Hill Helper. Ja, der Hill Helper kann Touristen den Berg hochschieben und damit hoffentlich sein Ticket nach Mittelamerika bezahlen. Who wants
Wer möchte den Berg hochgeschoben werden? Der Hillhelper hilft euch allen. Der Hillhelper hilft euch allen. Lasst euch vom Hillhelper den Berg hochschieben. Leider ist vielen das Hillhelpen durch den Körperkontakt zu nah. Deshalb steige ich auf altbewährtes um. Ready, steady? Über 200 Kissenschlachten später sind meine Arme zwar total muskelverkatert und meine Kissenschlachttechniken höchst gefeilt. Ja, ich unterscheide mittlerweile sogar zwischen Windmühl, Kugelstoß und Rotationstechnik. Ja, du warst einer der stärksten Gegner. Wow. Tja, so vergehen nun die Tage im Golden Gate Park in San Francisco mit Pillowfighting. Aber es gibt gute Nachrichten. Ich habe gerade meinen 300. Dollar verdient. Naja, in San Francisco bin ich mittlerweile auch als Crazy German Pillowfighter bekannt. Aber für all das hat es sich gelohnt. Ich bekomme für die 300 Dollar einen Flug nach Costa Rica. Mehrere tausend Kilometer auf einen Schlag, ohne dass ich das drogengang-gebeutelte Mexiko oder das vom Militärputsch gezeichnete Honduras durchqueren muss. Ich bin erleichtert und der Stress der letzten Wochen fällt von mir ab. Aber leider geht der günstige Flug erst am traurigen 11. September, wenn scheinbar wenige Flüge gebucht werden. Für die Zwischenzeit lädt mich Brian in sein Haus ein, den ich durch das Pillowfighting kenne. Wie hat dich die Wirtschaftskrise betroffen? Ich bin Lehrer. Die Schule hat's gespürt. Meine Freunde auch. Einige haben ihre Jobs verloren. Ich habe Glück gehabt und ein Haus gekauft, das ich mir niemals sonst hätte leisten können. Wie viel billiger hast du es bekommen? Der Listenpreis war 415.000. Ich habe es für gerade mal 255.000 bekommen. Die vorherigen Besitzer haben es für sogar über 600.000 gekauft, also mehr als das Doppelte. Ich Glückspilz. Bist du glücklich über die Wirtschaftskrise? Naja, sie war gut für mich, aber ich bin schon traurig, dass so viele ihr Geld verloren haben. Wenn schon jemand dabei gut rauskommen sollte, bin ich froh, dass ich es war. Brian stellt mir dann Murph vor, der mich wiederum zu seinem Vater bringt, der wiederum mal Pilot war und meine Geschichte so toll findet, dass er mir ein kleines Überbrückungsgeschenk plus dieser lustigen Kleidung bis zu meinem Costa Rica-Flug am 11. September gibt. Tja, das ist mein Standby-Ticket nach Hawaii, ganz kostenlos und ich komme mit. Aber es gibt eine Grundvoraussetzung für Standby-Flieger, man muss ultimativ schickimicki aussehen. Ja, deshalb der Aufzug heute. Ich komme mit, das ist am wichtigsten, egal wie. Los geht's nach Hawaii. Hawaii. Ein unglaublicher Traum, aber sehr weit weg von der Antarktis. Nahrungsstreifzüge gestalten sich hier leicht. Über 80% der Leute geben mir Essen, Wasser aus dem Waikiki Beach Wasserspender und selbst eine kostenlose Mahlzeit im Sterne-Restaurant. Trotz der Schönheit Hawaiis spüre ich zum ersten Mal, dass mein Körper verschleißt. Meine Socken waren nach der letzten Wäsche im Meer feucht. Mit offenen Füßen geht es voller Schmerzen durch das Paradies. Cassandra nimmt mich für mehrere Tage zur Erholung bei sich auf, was ich dringend brauche. Ich habe eine Pause bitter nötig. Schließlich lädt mich der Couchsurfer Martin zu sich in Honolulu ein, der mir einen Deal anbietet. Umzugshelfer gegen Weiterflug zu Big Island, der größten aller Hawaii-Inseln. Thank you for offering me that deal. Danke für den Deal.
Du arbeitest doch gar nicht für das Ticket, sondern tust doch eher nur so. Also Michael nimmt immer eher die Kartons, wo Kissen draufsteht. Die Bücherkartons werden mit einem deutschen Nein, Nein diskret an der Seite stehen gelassen. That's too heavy. Southern winds on runway 3. I can hear the engines calling, like an arrow flying free. And the rain just keeps on falling, and the trembling asphalt chimes, like a knife she cuts the silence. Big Island, das Tropenparadies, macht die Nahrungssuche leicht. Den Transport durch das kostenlose Bussystem über die Insel ebenfalls. Wow, was für ein Paradies für Aussteiger. Jason ist einer davon und wohnt ohne einen Pfennig Geld im Regenwald der Insel. Kennengelernt habe ich ihn über seinen Kumpel auf der Internetseite couchsurfing.org. I never thought that it was possible to be as happy as I am out here. Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier so glücklich leben könnte. Die Natur war zwar schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens, aber direkt drin zu leben und es nicht auszubeuten, hat mein Leben total verändert. Wie machst du es mit Essen, Strom und Wasser? Das hier ist mein Strom. Ich habe eine Kopflampe, wenn ich sie brauche. Ich gehe aber immer ins Bett, wenn es dunkel wird, und wache im Hellen wieder auf. Mein Wasser kommt vom Wasserfall und ich koche es einfach. And then the food, how do you do the... Wie ernährst du dich denn? Meine Hunde sind Jagdhunde und reißen ungefähr alle 2 Wochen mal ein Schwein. Mein Kumpel hebt das Essen dann bei sich im Kühlschrank auf. Sprichst du von Wildschweinen? Ja, genau. Man kann auch genug im Dschungel zu essen finden, zum Beispiel auch Gräser essen. Hier in Hawaii ist das alles möglich. Also kannst du komplett ohne Geld leben? Ja, kann ich, zu 100%. Ich glaube, Geld stillt kurzfristig die menschlichen Ängste. Man denkt, dass man nicht mehr einsam ist. Langfristig hilft Geld aber nicht. Ja, Hawaii ist ein Paradies für jeden, der ohne Geld um die Welt reisen will. Super. Durch Jasons Ratschläge lerne ich mehr über Kokosnüsse. Nur die Nüsse, die bereits einen 30 cm Stiel haben, sind genießbar. Ja, eine riesen Kokosnuss, aber das ist nur das Eigentliche, was man will. Habe ich gerade gelernt. War mir vorher auch noch nicht klar. Brandon, ein weiterer Aussteiger, der ausschließlich aus der Natur lebt, erklärt mir mehr. So, Brandon. Brandon, was haben wir zum Abendessen? Einige essbare Blumen. Das hier sind Blumen mit Honigstielen zum Aussaugen. Das hier sind leckere Früchte. Alles essbar? Ja, aber das hier muss gekocht werden. Wie ist das? Sehr lecker. Vermisst du denn gar nichts? Nee, überhaupt nicht. Von den Früchten bekomme ich genügend Zucker. Ich züchte mein eigenes Gemüse und esse Blumen, Wurzeln und Käfer. How long do you do that for? And bugs. How are bugs? Wie schmecken denn Käfer? Depends which ones you get. You can eat roaches, you can eat like... Es kommt darauf an, welche du bekommst. Du kannst Ameisen, Termiten oder Kakerlaken finden. Ich fische aber auch verschiedenste Fische und Tiere aus dem Meer. So if you do all eat all these kind of things. Wenn du alles isst, wie viel Geld brauchst du denn im Monat? Gar nichts. Was, gar nichts? Ja, ohne Geld. Wie ist es so ohne Geld? Es hält mich glücklich. Ich bin unabhängig von der Gesellschaft, Einkäufen, dem ganzen Mambo-Jumbo drumherum. Du bist also unabhängig? Ja, total. Besonders von der Regierung und der Gesellschaft. Brandons harte Schule des Naturmenschens verändert meine Reise an diesem Punkt total. Ich komme mir vor wie ein Rüdiger Neberg-Survival-Experte, gemischt mit einem Indiana-Jones-Hero-Aspekt, das dann durch mein mangelndes Naturvorwissen total torpediert wird. Trotzdem Wahnsinn, die Zeit mit Brandon wird als großes Highlight der Reise in Erinnerung bleiben. Aus dieser Blume lässt sich Honig saugen.
diese Blume, die lässt sich essen. Und noch für alle Blumenliebhaber, ja, sie schmecken einfach köstlich. Ja. Wohlgenährt habe ich aber noch ein Ziel, um Hawaii für mich komplett zu machen. Für alle, die den Mauna Kea hochtrampen wollen, eins ist wichtig, genug Wasser, genug Essen mitnehmen, da man, so wie ich hier auf 2.500 Meter Höhe, Stunden warten kann, bis das nächste Auto vorbeikommt. Nach dem Kölner Dom, den Niagarafällen und dem Grand Canyon habe ich es nun auch auf den Mauna Kea 4200 Meter Höhe über Meeresspiegel kostenlos geschafft. Bereichert verabschiede ich mich von den wundervollen Hawaii-Inseln und fliege zurück nach San Francisco. In San Francisco muss ich noch ein paar Tage bis zu meinem Flug nach Costa Rica überbrücken. Couchsurfer in San Francisco haben nun für weitere Unterkünfte kein Verständnis mehr. Deshalb schlafe ich im Hare Krishna Tempel in Berkeley, der mir kostenlose Vollpension gibt. Wow! Ihre Haltung zu Geld ist mal wieder äußerst spannend. So what angle does Hare Krishna or your community take on? Wie stehen Hare Krishna zu Geld? Wir geben unser Geld an Krishna ab für den Tempel und so. So then you know make a nice temple. So and you personally you sometimes. Fehlt dir denn niemals der Konsum, einfach mal was auszugeben? Wenn du die Bücher unseres Glaubens liest, wirst du den Wunsch nicht mehr haben. You won't have that. You won't ever want to have that desire. Ach, also ist der Konsumwunsch bei dir durch den Glauben verschwunden? Ja, genau. What is the best and what is the worst about money in our society? Was ist das Beste und Schlechteste an Geld? Geld widerspricht spiritueller Entwicklung. What would be the best advantage? Und was ist das Gute an Geld? Wir konnten dadurch die Tempel bauen und Amerika konnte zu dem werden, was es jetzt ist. Ebenfalls konnte mit dem Geld viel in Indien errichtet werden. Right. Kurz vor dem Abflug nach Costa Rica muss aber noch eine längst überfällige Tat erledigt werden. Weg mit dem Gepäck. Ein Zelt, Isomatte, Pflasterkits, zusätzliche Trinkbehälter, Wasserpistolen, irgendwelche Ladegeräte, Dosen, sowas hier. Diverse Medikamente, die natürlich immer wichtig sind, aber ich habe mich auf das Minimum beschränkt und hiermit lasse ich über 10 Kilo hinter mir und reise nur noch mit diesen beiden Taschen. 20.000 Kilometer ohne Geld. Ich bin glücklich über den Zwischenstand. Dazu bin ich zum ersten Mal richtig mit der Natur in Verbindung gekommen und habe wieder viel über Geld gelernt. Es geht auch ohne. Trotzdem schaue ich mit Sorgen in die Zukunft. Ich stehe unter Zeitdruck, noch weitere 15.000 Kilometer Richtung Süden zu reisen, um den Job auf dem Luxusschiff in die Antarktis machen zu können. Wie werden Südamerikaner auf meiner Reise ohne Geld reagieren? Werde ich überhaupt spanische Brocken ausspucken können? Welche Deals lasse ich mir einfallen? Vielleicht eine deutsche Blamage im Salsa-Tanzen gegen eine Weiterfahrt? Folge 4 bringt alle Antworten. Das Begleitbuch Ohne Geld bis ans Ende der Welt ist ab sofort im ZDF-Shop und im Handel erhältlich.